Beginnen wir mit Al-Imam Al-Allama, dem Imam Großgelehrten, dem ehrenwerten Scheich, dem damaligen Mufti von Saudi-Arabien, Abdulaziz ibn Ibas, rahimahullah. Er sagte, was die beiden ehrenwerten Personen, Sheikh Mohammed Aman al-Jami und Sheikh Rabia ibn Hadi al-Madkhali betrifft. Beide gehören zur Ahlus Sunnah und sind bekannt bei mir für das Wissen, den Vorzug und ihre korrekte Aqida. Und über das gibt es viele weitere Aussagen von Sheikh bin Baz, die ähnlich sind wie diese. Speziell Abdulaziz ibn Ibas, rahimahullah, vertraute Sheikh Rabia und fragte ihn speziell über Personen und über ihre Methodiken, über ihren Manhaj und verfasste extra Briefe in diesem Thema. Also nicht Sheikh bin Baz lobt einfach Sheikh Rabia und schön und gut, ist ein Gelehrter und fertig. Nein, er fragt ihn speziell über Personen. Ein Beispiel von mehreren. Ein Brief von Sheikh bin Baz an Sheikh Rabia mit dem Datum 25.05.1415 nach Hijra. Bismillahirrahmanirrahim von Abdulaziz ibn Abdullah ibn Ibas zum ehrenwerten, vorzüglichen Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, möge Allah ihm Erfolg geben für alles Gute. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So folgt. Ich schicke zu Ihnen, o vorzüglicher Sheikh, in diesem Brief einige Blätter, die mit dem Bruder für Allah, Punkt, 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 sein Name wird nicht erwähnt, im Zusammenhang stehen. Ich hoffe von Ihnen, o verehrte Sheikh, o verehrte, geehrte Persönlich, o geehrte, nicht verehrtes Dachverlag, o geehrte, Persönlichkeit. Ich hoffe, Sie können diese Blätter anschauen und danach diese kommentieren, was Sie wissen über den Zustand dieser Person, damit wir gemäß Ihrem Urteil handeln können, inshallah. Möge Allah uns und Ihnen Erfolg geben zu dem, was er liebt und mit dem er zufrieden ist. Und möge Allah Sie segnen in euren Anstrengungen. Und er ist der Beste, der gebetet wird. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das heißt, Sheikh bin Baz fragt Sheikh Rabia über den Zustand einer Person. Und dies war vor ungefähr 30 Jahren. Und wie ist es dann jetzt, wenn Sheikh Rabia noch älter ist, noch festgegründeter im Wissen und noch mehr Erfahrungen hat? Sheikh Khalid al-Dafiri sagt weiter, und ich hörte mit meinen eigenen Ohren, dass Sheikh bin Baz, rahimahullah, zu Sheikh Rabia sagte, O Sheikh Rabia, widerlege jeden, der Fehler begeht. Auch wenn Ibn Baz Fehler begeht, widerlege ihn. Und auch wenn Ibn Ibrahim, er meint den vorherigen Mufti Mohammed Ibn Ibrahim, auch wenn Ibn Ibrahim Fehler begeht, so widerlege ihn. Und er hat ihn sehr stark gelobt. Und Allah
ist Zeuge über das, was ich sage. Und ebenfalls erlaubte ihm Sheikh Abdulaziz ibn Baz in seiner Moschee zu unterrichten, wenige Monate vor seinem Tod. Und dies ist ein Beweis, dass Sheikh ibn Baz, rahimahullah, gestorben ist und er war mit Sheikh Rabi'a zufrieden. Und Sheikh Rabi'a zählt zu den großen Schülern von Sheikh Abdulaziz ibn Baz und zu seinen ältesten Studenten.